Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Ich stehe heute hier und ich weiß, dass gleich unten ganz viele Frauen, Männer, Mütter, Väter mit Kindern stehen, um dafür zu kämpfen, möglicherweise auch eher ein bisschen laut, um ja für den Fortbestand des Berufes der Hebamme, der Geburtshilfe, ja das Wort zu erheben. Sie wissen, dass wir schon im August 2012 hier einen Antrag gestellt haben, der dann auch interfraktionell getragen wurde, nämlich den Beruf der Hebamme zu sichern. Und in den vergangenen Monaten, eigentlich Jahren, ist zwar sehr viel auf der Straße passiert, im Parlament, aber eher weniger. Ich möchte auf ein paar Punkte eingehen, weil ich jetzt hier ja auch als Erste spreche. Wir haben den Antrag so formuliert, und da bin ich froh, dass wir das hier gemeinschaftlich hinbekommen haben, nämlich den der außerklinischen Hebammenhilfe zu unterstützen. Das, was jetzt in den Debatten immer deutlicher wird, ist ja, dass es eben nicht nur die außerklinische Geburtshilfe angeht, sondern die Geburtshilfe als Ganzes. Von daher ist natürlich die Frage, wo geht die Geburtshilfe zukünftig hin? Und die Haftpflichtprämienproblematik ist eine entscheidende, aber sie ist nur ein Bereich in diesem großen Kontext. Wie hat sich diese Berufshaftpflicht und die Beiträge in den letzten Jahren entwickelt? Ich würde Ihnen da gerne drei Zahlen nennen. Jetzt soll sich die Berufshaftpflicht auf 5.100 Euro im Sommer erhöhen. Ich habe mal Zahlen rausgesucht. 1992 waren es 178,95 Euro, damals noch D-Mark. Und 1998 waren es 400 Euro circa. Das heißt aber, von 2010 bis heute gab es eine Erhöhung der Berufshaftpflicht um 55,6%. Jeder und jede, die in der letzten Zeit gerade mit freiberuflichen Hebammen, die Geburtshilfe anbieten, gesprochen hat, weiß, wie dramatisch das ist. Ich hatte zum Beispiel im Januar ein Küchenkabinett hier in Schwerin, wo wir uns dem Thema gestellt haben. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht bewusst und uns nicht klar, wie brisant die Situation ist. Und manchmal muss man sich fragen, ist die Kündigung der Nürnberger Versicherung nicht auch etwas, die nochmal den Druck erhöht hat auf die Situation? In meiner kleinen Anfrage 2692 zur Sicherung der Hebammenversorgung ist nochmal deutlich geworden, wie brisant es ist. Aus dem Jahre 2012 war bekannt, dass noch 17 freiberufliche Hebammen unterwegs sind im Land. Es gibt Landkreise, da gibt es gar keine Hebammen mehr. Im Gespräch im Januar kam aber allerdings raus, im Januar 2014 waren insgesamt im Land Mecklenburg-Vorpommern nur noch 10 freiberufliche Hebammen unterwegs, die die außerklinische Geburt anbieten. Denn auch Hebammen bekommen Babys und nehmen dann ihren wohlverdienten Mutterurlaub. Aber was heißt das jetzt, wenn wir keine Haftpflicht mehr haben? Denn es heißt ja nicht, dass die Hebamme nur die klassische Geburtshilfe macht, sondern es heißt auch, dass Schwangere und Frauen, die geboren haben, eben Wochenbettbetreuung bekommen. Sie bekommen Stillbetreuung und es ist eben mehr als nur die klinische Betreuung, sondern es ist insbesondere die psychosoziale Beratung, dieses sich auch aufgehoben fühlen. Und ich denke, da sind wir uns alle einig, dass gerade der Bereich der Prävention, auch danach eben Stillberatung, etwas ist, wo es eine ganz intensive Betreuung bedarf, wo auch eine Mutter oder auch ein Vater oder die Familie eben Vertrauen aufbaut. Na? Jetzt sind wir aber bei Hebammen, Herr Ringgut, und ich würde mich freuen, wenn Sie mir Ihr Ohr schenken. In der Debatte, die ist auch geführt worden in Vorbereitung des Antrages, hatten wir vorgeschlagen einen Haftpflichtfonds. In den letzten 2, 3, 4 Wochen gibt es sehr viele unterschiedliche Anträge und es gibt auch sehr viele unterschiedliche Ideen. So wird vom Bündnis 90 Die Grünen eher über eine Unfallversicherung diskutiert und ich denke, das wird etwas sein, was im Zuge der
jetzt ist das Wort weg, Entschuldigung, der Bundesratsinitiative diskutiert werden muss. Und ich denke, da sich Herr Kokert ja nächste Woche auch mit Herrn Gröhe treffen wird, dass... freue ich mich doch, dass das so funktioniert. Aber Herr Kokert wird das nachher noch mal sagen. Es geht aber darum, dass zurzeit der staatlich finanzierte Haftpflichtfonds diskutiert wird und es eben seit Jahren schon eine interministerielle Arbeitsgruppe auf Bundesebene zur Versorgung der Hebammenhilfe gibt. Aber die tagt eben schon sehr lange und erinnern Sie sich gerade an das Jahr 2013, der Koalitionsvertrag. Ich denke, ein Stück weit haben wir es der Petentin Anke Bastrop hier in Schwerin zu verdanken, die dann innerhalb von kurzer Zeit 120.000 Unterschriften gesammelt hat, damit in den Koalitionsvertrag einfließen kann. Und da würde ich noch mal gerne zitieren: Die Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung mit Geburtshilfe ist uns wichtig. Wir werden daher die Situation der Geburtshilfe und der Hebammen beobachten und für eine angemessene Vergütung sorgen. Das war im September 2013. Beobachten nützt nichts mehr, denn es gibt zurzeit sogar Plakate, Aufrufe, werde bis vor den 14. September schwanger, weil möglicherweise ist danach niemand mehr da. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, wird niemanden davon überzeugen, Kinder in die Welt zu setzen. Und ich denke, es muss unser aller Aufgabe und politisches Bemühen sein, hier über die Parteigrenzen hinweg nach Lösungen zu suchen, damit Frauen, damit Eltern hier ihre Kinder gebären können. Und das, was wirklich verhindert werden muss, ist das Wegbrechen des Berufsstandes. Und ich möchte noch auf einen Aspekt eingehen, der gerade für unser Bundesland doch nicht unerheblich ist und eben auch für die, wo es immer wieder die Probleme der Fläche gibt. Die Bundesratsinitiative, die jetzt vorgeschlagen wird von Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hamburg, Berlin und Brandenburg, beinhaltet ein Mindestmaß an Geburten. Und wir alle wissen, dass gerade die Geburtsraten in den ländlichen Räumen sehr schwierig zu erreichen sind. Und ich denke, das wird diese Bundesratsinitiative nur ein erster Schritt sein, um diesen Prozess eben anzuschieben, anzusteuern. Und ich denke, das kann nicht für uns alle das Ziel sein, dass Frauen in Mecklenburg-Vorpommern vielleicht zukünftig dann mal die Kinder in Schwerin, Greifswald, Rostock und Neubrandenburg gebären, sondern das, was unser aller Ziel sein soll. Und das finde ich insbesondere als Frau nach wie vor immer wieder wichtig, ist die Selbstbestimmung über meine Geburt, über das, was mich jetzt in Vertretung, das ist schwierig, ich bin schon darüber hinweg, habe ein Kind vor 30 Jahren in die Welt gesetzt und da gab es eben eine bestimmte Wahlfreiheit nicht. Aber ich würde mir eben gerne wünschen, dass wenn ich Großmutter werde, meine zukünftige, nein, leider noch nicht, aber frei wählen kann, nämlich frei wählen kann, ob sie auf dem Dorf wohnt, ob sie in der Stadt wohnt und wie sie gebärt. Und ich glaube, hier haben wir eben einfach eine Entwicklung, die sehr stark sich auf die Klinik zentriert. Und ich denke, das ist doch auch etwas, was wir hier im Jahre 25 nach der Wende haben, noch mal einen offenen Diskurs darüber zu führen, wie kann ich als Frau, als werdende Mutter, meine Wahlfreiheit einlösen. Und Sie werden wahrscheinlich auch in Vorbereitung auf diesen Antrag mit Müttern gesprochen haben. Geben Sie ihnen den Mut, Kinder. Ja, wir sind fast alle Mütter. Jede Frau hat ein Kind geboren. Nein, aber du warst der Erzeuger. Ich hoffe, dass wir hieran weiterarbeiten. Danke für die Aufmerksamkeit und bin auf die Debatte gespannt. Danke.